So, Leute. Erstmal cool, dass ihr alle da seid und erstmal super cool, dass April heute in unserem Zoom ist, weil erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie ist nämlich letzten Monat im Januar SSC geworden. Endlich, endlich. Und deswegen ist sie auch hier, weil sie ist einfach mega motiviert und on fire und hat die nächste Position erreicht und hat einfach auch eine geile Geschichte, die für unser Team total, ich würde mal sagen, interessant ist, weil super viele diesen Struggle haben, denke ich, oder einen ähnlichen Struggle haben, den April hatte. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach deine Geschichte erzählen und wir fragen danach einfach ein paar Fragen, wenn wir welche haben, und du gibst einfach Gummi jetzt. Dankeschön, Tanita, für das Intro. Ja, genau, ich stelle mich erstmal vor. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ist das okay? Ja, so viele sehe ich auf jeden Fall. Genau, Daumen hoch. Ich bin die April, ich komme aus Köln und bin vor wie viel? Ja, vor 1,5 Jahren bin ich hier ins Business eingestiegen. Ich bin im Team von Lukas und René Ducroquet. Ich denke, einige von euch kennen die beiden sicherlich auch durch die Conventions. Falls nicht, werdet ihr die sicherlich zeitnah irgendwie kennenlernen. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ja, es war echt, SSC ist wirklich, wie viele das von euch vielleicht auch schon mehrfach gehört haben, ist wirklich ein harter Sprung. Also wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man wirklich schon, ich sage jetzt mal, ready fürs Business. Es ist wirklich die letzten, also ich fange mal von vorne an, okay? Also als ich das Business kennengelernt habe, war schon vor 7 Jahren. Das heißt, die Produkte an sich mit den Kapseln habe ich gestartet. Mein Mann auch, haben wir vor 7 Jahren kennengelernt. Dieses Jahr wird schon das 8. Jahr werden. Und da war es halt so, dass wir von dem Produkt von Anfang an überzeugt waren. Das Business, was uns damals allerdings vorgestellt wurde, war noch so mega altbacken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon ein paar Mal gehört habt. Da hieß es, ja, ihr müsst Leute nach Hause einladen. Dann muss man irgendwie so amerikanische Videos über den Fernseher laufen lassen. Und am Ende fragt man die Leute, ja, willst du jetzt die Kapseln haben oder nicht? So war das halt bei uns damals. Kann man sich gar nicht vorstellen, war aber tatsächlich so. Und wir haben echt, ja, es war irgendwie, wir haben es probiert, aber es war halt irgendwie nicht die richtige Zeit. Wir haben uns auch nicht verstanden, wie wir das wirklich an die Leute weiterbringen sollen, weil uns auch einfach viel gefehlt hat an Informationen. Das war damals einfach so mega altbacken und das hat uns nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und haben uns einfach nur überzeugen lassen von den Produkten, weil es hieß einfach nur besseres Immunsystem und so weiter. Und das war dann tatsächlich auch so. Und ja, und dann irgendwie ein paar Jahre später bin ich durch Benny auf Facebook einfach wieder drauf aufmerksam geworden. Der hat immer so viele Sachen gepostet und ich dachte mir so, boah, cool, ist ja voll interessant, was der da macht. Der postet immer sein Essen und voll viele Leute schreiben darunter. Und dann haben wir ihn irgendwie gefragt. Chris ist dann auch aufmerksam geworden, habe gesagt, guck mal, lass doch mal fragen, was der da so macht. Und dann hat der anschließend meinen Mann, also Chris, zu so einem Event in Köln eingeladen. Es war so ein Live-Event. Und im Endeffekt war dann das Ende vom Lied, dass er dann schon wusste, okay, hier geht's wieder um Juice Plus, ist aber trotzdem geblieben, weil er wusste, okay, scheinbar hat sich das Ganze verändert und zum Positiven. Und dann hat er mir halt einfach den Tipp gegeben, hey, guck mal, das mit Social Media ist ja voll cool, vielleicht probierst du es einfach mal, ne? Vielleicht machen wir da einfach nochmal einen Neustart. Und ja, dann bin ich relativ schnell SC damals geworden, nach dem ersten Monat, wo ich eingestiegen bin. Das war aber auch so, weil ich meine Upline so mega genervt habe. Ich wusste gar nicht, dass ich genervt habe, aber es hieß halt am Ende so, ja, du stellst immer voll die Fragen. Ich so, ja, ist das nicht gut? Ich so, doch, 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 mach weiter. Und irgendwie war ich nach einer Woche schon nach 4.000 Punkten, hieß es dann, ja, April, du bist schon STVH. Und ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was die gelabert haben. Ich so, ja, okay, und was jetzt? Ja, wenn du nochmal weitermachst, nochmal 4.000 Punkte drauf hast, bist du SC. Ich so, ja, okay. Dann war das für mich so, ja, okay, mache ich halt irgendwie. Das war irgendwie so in Ordnung, ne? Und ohne Team, ohne alles irgendwie, halt ein DVH, das war halt dann mein Mann später, der noch als Partner eingestiegen ist. Und danach habe ich verstanden, okay, hier geht es irgendwie um mehr. Ich brauche wirklich Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Und schlussendlich war es dann auch so, dass ich echt schnell viele neue Partner gewonnen habe. Und dreimal hintereinander, oder zweimal war das, glaube ich, noch damals in SC bestätigt habe. Und dabei blieb es auch, okay? Also das war vor 1,5 Jahren im August, September, genau, September war ich dann das zweite Mal durch mit dem SC und ab da war Stillstand. Absolut Stillstand. Weil ich habe in der Zeit, wo ich den SSC gemacht habe, einfach nur gearbeitet. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo der Anfang und das Ende war, weil mir total die Struktur gefehlt hat.
Und zu der Zeit war ich selber noch voll aktiv als Tanzlehrerin, habe noch 3 bis 4 Mal die Woche selber noch Tanzunterricht gegeben, mehrere Stunden am Tag, war selber noch als Choreografin voll oft unterwegs. Das heißt, eigentlich war die Zeit so nach der Schwangerschaft echt schon so voll wenig. Und ich hatte echt zu kämpfen gehabt, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und mein Mann und meine Mama haben mich halt schon unterstützt in der Zeit. Das war echt wichtig. Ich habe die auch gefragt, bitte helft mir, weil sonst schaffe ich das mit der Zeit alles nicht. Und das hat auch gut geklappt. Nur danach war ich voll ausgebrannt. Ganz ehrlich, ich war so ausgebrannt nach dem 2-mal Bestätigen vom SC. Ich dachte echt so, boah, scheiße, wie sollst du das durchhalten? Das geht ja gar nicht. Jeden Monat 30 Kunden. Und wie soll ich das machen? Es ist einfach keine Zeit mehr halt da gewesen, was jetzt Familie und Kind und so angeht. Ne? Vielleicht kennen das ein paar von euch auch, diesen Struggle. Und ab da habe ich gemerkt, irgendwie macht das so keinen Spaß. Ich brauche mehr Leute, noch mehr Partner. Haben auch immer wieder welche dazu, habe ich immer wieder welche dazu gewonnen. Die sind dann auch DVH, SDVH gewonnen, aber das war auch schon das Maximum an allem. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich so, ja, habe immer wieder meine Uplines gefragt, die haben mir natürlich auch Tipps gegeben. Es waren aber keine Tipps dabei, die ich wirklich umsetzen konnte, weil es waren immer so Sachen, womit ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Das war zum Beispiel wie, ja, du musst mir eine extra Meile gehen. Und das habe ich ja schon getan. Ich weiß nicht, ob sie das nicht gesehen haben oder so. Habe ich ja schon getan. Ich bin ja mega die extra Meile gegangen. Und keine Ahnung, was es dann im Endeffekt war. Auf jeden Fall blieb es einfach nur dabei. Und ich habe, ja, immer wieder versucht, mich weiterzuentwickeln durch die Hörbücher. Also jeden kann ich da wirklich ans Herz legen, sich auch mal mit den Hörbüchern auseinanderzusetzen. Es hört sich am Anfang so mega kitschig an, weil einfach gar keine Idee darüber hat. Am Anfang so, ja, was soll ich mit Hörbüchern? Und ich weiß noch ganz genau, das war die allererste Convention, wo ich war. Da leuchten mir auch die Augen direkt. Das war in Amsterdam, wo Tanita auch auf der Bühne stand und Julia und Gömke Dös und einfach so alle möglichen krassen Leute auf der Bühne standen in Amsterdam. Da war ich mit Chris da, mein Mann, und mit ein paar Partnern von mir, auch viele Mamis. Und das war eigentlich nur Rotz- und Tränengeheule. Das ist die ganze Convention lang durch Rotz- und Tränengeheule, wo ich echt nicht wusste, wohin mit mir. Und das war so der erste Schlüsselmoment, wo ich nur dachte, also auf dem Weg dahin, haben wir Hörbücher gehört, also beziehungsweise GoPro komplett hingefahren nach Amsterdam gehört und zurück auch nochmal den zweiten Teil und währenddessen die Convention gehabt. Und wir waren beide einfach hin und weg, weil wir gedacht hatten, okay, krass, das Network Marketing ist schon eine krasse Branche. Das hat schon Hand und Fuß alles. Und dann die Geschichten zu hören, wie Tanita eben auch ihre Story geteilt hat, das hat uns so dermaßen bewegt, wo ich hinterher einfach nicht mehr wusste, wohin mit mir, was mache ich jetzt? Das ist so emotional, so von allen Seiten kam so viel emotional. Und auch diese Schlüsselmomente zu sehen, was es halt für uns als Familie später auch bedeuten könnte. Ne? Ja, und das war so der allererste Schlüsselmoment, der für mich einfach gezeigt hat, hey, weitermachen lohnt sich. Es lohnt sich total, am Ball zu bleiben. Vollkommen egal, was dazwischen jetzt war und wie viel ich dafür getan habe und es ist nichts bei rumgekommen oder was auch immer. Im Endeffekt ist das alles, hat das alles zum Lernprozess, wie nennt man das, zum Lernprozess beigetragen. Also, dass man merkt, diese Situation, wo es halt nicht so gut läuft, das braucht man auch manchmal. Nicht, dass man sich das wünscht, sondern dass die einfach passieren, um eben einen Fortschritt selber an sich zu merken und zu sagen, okay, ich brauche halt manchmal eine Convention, ich brauche halt manchmal Leute, die mich an die Hand nehmen, ich brauche halt vielleicht auch mal Gespräche mit Leuten, bei denen auch nicht immer alles so gut läuft, um einfach zu sehen, okay, ich bin noch hier, es ist alles real, es ist einfach so, das gehört jetzt dazu. Und der zweite oder der dritte krasseste Schlüsselmoment für mich war eigentlich, warum ich weitergemacht habe und warum ich jetzt wirklich alles in die Hand genommen habe und wirklich mega krass Gas gegeben habe seit Dezember, war mein komplettes Jahr 2017. Das hat mich Unmengen viel Tränen gekostet, Unmengen viel Kraft gekostet, weil dieses Jahr, und jetzt kommt es mir auch schon wieder, sorry, das war einfach so krass, weil dieses ganze 2017 hatte ich
Ja, da hatte ich echt eine gute Chance gehabt, so ein Projekt aufzuziehen. Das kennen manche von euch wahrscheinlich nicht, weil es halt in der Tänzerszene mega bekannt ist. Das war halt das Millennium. Das war für mich als Tänzerin schon wichtig, sowas aufzubauen, gerade in Köln und so. Aber es hat mir so viel es hat mir so viel Kraft gekostet, weil meine Familie enorm darunter gelitten hat. Es war eine Situation, die ich nicht gedacht hätte, dass die mich so fertig macht, weil ich bin echt eine starke Persönlichkeit, müsst ihr wissen. Also mich kann echt nicht viel umhauen, aber die Situation als Vorschlag gesagt zu bekommen, es war halt ein Freund von uns, ein Choreograf von Justin Timberlake, bla bla bla, kam halt nach Amerika, aus Amerika kam er hier hin, hat gesagt, hey, ich habe ein riesengroßes Projekt, ich würde mir wünschen, dass du das mit mir aufziehst oder ihr beiden, Chris und du, das mit mir aufziehst. Und ich habe am Anfang, ja, natürlich mein Herz als Tänzerin, boah, voll cool und so weiter, habe alles dafür getan, dass es halt funktioniert. Und Chris hat halt auch schon am Anfang gesagt, ja, pass auf, das ist schon ein großes Projekt und so. Hört sich schon nach viel Arbeit an, aber klar, wenn du das machen möchtest, dann mach es. Ich möchte dir da nicht im Weg stehen. Hat mich auch da mega unterstützt. Und im Endeffekt war der Schlüsselmoment so, dass ich verstanden habe, wie krass es ist, wenn du andere Menschen immer, also für die da sein musst, die glücklich machen musst, alles für die machen musst, dass es funktioniert, die komplette Schulleitung hatte. Ich hatte eigentlich, so gesehen hatte ich sieben Personen in einer, okay? Angefangen von Organisationen, alles, was damit zu tun hat, um dieses Ding einfach aufzustellen. Ich habe 7 Monate echt voll viel Kraft und Power da reingelegt. Tanita kennt das auch. Sie war auch in der Zeit mit mir auch enger im Kontakt, hat es auch mitbekommen, wie stressig es für mich war. Und im Endeffekt habe ich trotzdem weitergemacht parallel mit Choose Plus und habe dann gesehen, krass, jeden Monat kam irgendwie Geld da rein. Von nichts, wo ich mir dachte, hey, wo kommt das alles her? Klar, weil mein Team hat weitergemacht, obwohl die sich halt auch im Stich gelassen gefühlt haben, weil die halt auch nicht wussten, was mache ich jetzt genau? Mache ich jetzt dies mehr? Mache ich jetzt das mehr? Verlasse ich jetzt das Ganze oder was ist jetzt los? Obwohl ich trotzdem immer zwischendurch noch Kunden und neue Partner dazu gewonnen habe. Also habe ich noch parallel auch noch gemacht, was irgendwie sich einfach dadurch entwickelt hatte. Und im Endeffekt war der krasseste Schlüsselmoment, als ich gemerkt habe, oh mein Gott, in diesem Business kannst du einfach komplett frei sein. Du kannst so viel machen, ohne dass dir irgendeiner sagt, was du zu tun und was du zu lassen hast. Und ich habe es probiert. Ich habe mich dieser ganzen Sache hingeworfen, habe gesagt, okay, komm, ich probiere es aus. Es kann sein, dass mir das ja gefällt, dass wenn einer über mir steht und sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, dass es vielleicht ganz cool ist, um mich selber auch weiterzuentwickeln, habe ich ja auch. Aber es hat mir so viel gezeigt, dass das genau nicht okay war für mich. Meine Tochter nicht mehr zu sehen am Abend, die dann, wo ich am nächsten Tag gefragt habe, das war halt auch einer der Momente, wo ich sie gefragt habe, hey Schatz, geht's dir gut? Sie ist erst 3 Jahre. Zu der Zeit war sie noch 2,5, wo ich das Ganze gestartet habe. Und sie sagt dann halt zu mir, Mama, ich bin traurig. Und habe ich gesagt, warum bist du traurig? Ja, weil du bist nie da. Ne? Und da habe ich auch nur gedacht, um Gottes Willen, das hat mir so einen Bruch im Herz getan, wo ich dachte so, nee, das geht nicht, das kann nicht, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht für andere da sein und meine Tochter und meine Familie so komplett im Stich lassen, weil es war echt ein 24/7-Job, Leute. Das war, jetzt verstehe ich auch, weil ich war noch nie so im richtigen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ne? Ich war von Beginn an meiner Jugend schon immer selbstständig. Ich hatte also nie wirklich, außer meine Lehre damals als Tanzlehrerin, aber ansonsten, ne, selbst da fiel es mir total schwer, mich irgendwie jemanden unterzubuttern und oder drunter zu stellen, zu sagen, ja, ich mache das jetzt alles, fiel mir echt schwer. Und da ist es mir halt echt richtig nochmal bewusst geworden. Habe viele Gespräche mit meinen Uplines geführt, die dann auch gesagt haben, hey April, wir sind für dich da, wenn was ist, melde dich jederzeit, du kannst immer was machen, ja, wir sind für dich da. Und da habe ich René auch unglaublich viel zu verdanken, weil bei ihm habe ich eigentlich auch nur Rotz und Tränen geheult.
als ich mit ihm gezoomt habe. Und er hat auch gesagt, guck mal, im Endeffekt, die Entscheidung liegt immer an dir. Du kannst entscheiden, ob du das Ganze hier weitermachen möchtest oder nicht. Wir sind immer für dich da. Du kannst jederzeit einen Neustart machen. Und als es dann soweit war, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Schicht, ich mache nichts mehr, ab da wurde mein Herz so komplett frei. Ich habe Gefühl gehabt, so, das kannte ich gar nicht mehr. Es war so lange weg, dieses Glücklichsein, dieses Strahlen in mir, dieses, boah, cool, ich kann jetzt wieder loslegen, ich kann mich wieder auf mein Team konzentrieren, was quasi schon gar nicht mehr da war. Ich habe einfach mich so gefreut, weil das mir so viel gegeben hat. Auch das, die Convention in, wo waren wir? Trinita Freiburg war das, genau, haben wir uns auch noch gesehen. Das war genau noch in dieser ganzen Struggle-Zeit. Ich wusste aber, nach der Convention, ich werde das Ganze kippen. Ich werde hier nicht mehr weitermachen. Es ist absolut Schluss jetzt. Und ab da habe ich dann auch René kontaktiert, hatte auch Gespräche mit Lukas, hatte mit Benny, mit allen möglichen, mit Salim immer wieder Kontakt gehalten. Ich so, Leute, ich will jetzt wieder starten. Wie geht's jetzt hier weiter? Und ab da an, als sie mir halt auch gesagt haben, schau mal, okay, das und das sollten wir jetzt als Fokus halten, deine Payline und gucken, dass du neue Partner gewinnst und so weiter. Ja, ich zittere auch schon, weil ab da ging es eigentlich echt wieder für mich los. Das war so ab 5. Dezember, da kamen die Jungs auch hier nach Karlsruhe, kamen hier auch nach Köln und dann haben wir noch angestoßen im Apostel, 12 Apostel hieß das. Und ab da war mein Herz wieder frei, weil ich wusste, geil, jetzt kann ich wieder das machen, was mir so viel Spaß gemacht hat. Ich habe es so zu schätzen gelernt in dieser Zeit, Leute. Ich habe es so zu schätzen gelernt, dass dieses Business einfach so ein Geschenk für mich ist, frei zu entscheiden, ey, heute lasse ich die Kleine da, wir gehen schwimmen. Ja, cool, ich muss nachmittags nicht mehr um 2 Uhr losdüsen und in der Hoffnung, dass ich meine Tochter abends noch eine Stunde sehe. Das gab es einfach alles nicht mehr. Ne? All in hieß aber auch für mich, okay, es gibt dieses Geld aber nicht mehr, was ich verdient habe, dafür muss ich halt jetzt hier Gas geben. Und das ist auch so mein Ansporn. Ja, mein Ansporn zu sagen, okay, all in heißt aber auch wirklich all in. Wirklich alles dafür zu geben, damit das Ganze hier funktioniert. Und in einem ganz anderen Ambiente jetzt, in einem ganz anderen Gefühl und vor allem mit einer ganz anderen Stärke hier reinzugehen und da weiterzumachen, wo alle anderen schon längst aufgehört hätten. Ja. Nice, danke. Emotional, ey. Ich weiß noch, als die Phase war, wir saßen immer im Starbucks und du immer gesagt, oh Gott, ich kann das nicht mehr und alle Partner sind weg und keine Ahnung was. Es war echt krass. Ja. Aber dass es so heftig ist, also so genau habe ich das dann doch nicht gewusst. Wahnsinn. Und das war mir so wichtig, weil April einfach 1,5 Jahre quasi SC war. Ja. Trotzdem, überlegt mal, also manche meckern hier, dass sie 4 Monate SC sind und April war einfach 1,5 Jahre SC und sie hat trotzdem weiter durchgezogen bis zum SSC, weil manchmal sind die Momente einfach so und manchmal oder meistens kommen diese Momente, wo man einfach nicht weiterkommt, weil man noch nicht bereit ist, weiterzukommen. Das Echt? Liegt ja nicht daran, dass man irgendwas falsch macht, sondern einfach nur, weil der Kopf noch nicht so weit ist, um weiterzukommen. Du brauchst ein SSC-Mindset, um SSC zu werden. Du brauchst ein QNMD-Mindset, um QNMD zu werden. Du brauchst ein NMD-Mindset, um NMD zu werden. Das ist einfach so. Und das sind diese Momente, wo man sich einfach selbst weiterentwickeln muss und vielleicht auch abwägen muss, was ist aktuell gerade wichtig in meinem Leben und was nicht. Und das hat April ja gemacht. Ich habe es eben nochmal reingeschrieben, dass du dann halt nicht gesagt hast, ich höre auf mit dem Business, sondern ich höre auf mit der Tanzschule, ja, weil das saugt mir die Kraft und das andere gibt mir Kraft. Und das war halt super, super wichtig. Ja. Irgendwas wollte ich noch fragen, jetzt habe ich es gerade vergessen. Die Convention, ne? Schlüsselmoment für dich, oder? Ja, mega. Ich weiß nicht, ob alle Mamis oder auch Jungs hier, die dabei sind, schon mal auf einer Convention waren. Es wird echt immer viel geredet. So von wegen, ja, ihr müsst da hingehen und das kann ein Life-Changer für euch werden. Das, so ging es mir damals auch. Ich dachte so, um Gottes Willen, boah, keine Ahnung, ey, da, was auch immer da passiert, nee, habe ich keinen Bock zu. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, alle schwärmen so sehr darüber, da muss doch was dran sein, da muss doch irgendwas dran sein. Und im Endeffekt war es ja auch so. Also es reicht ja auch, wenn du zu einer Convention fährst und da ist eine Person dabei oder eine Geschichte oder ein Moment oder ein Satz, was auch immer es ist, was dich komplett abholt.
Das war bei mir, wie gesagt, du warst die Geschichte, wo ich wirklich auch gedacht habe, boah, krass, was für eine Story dahinter steckt. Gömke Döss sowieso auch, Wahnsinn, ne? Jule hat mich auch zu der Zeit abgeholt, weil es einfach, wie es halt ist von Mami zu Mami, das sind halt einfach Situationen, wo du einfach denkst so, ja krass, also weiß nicht, warum sie und nicht ich und hat die ein Secret und nicht ich oder macht die einfach mehr und ich mache zu wenig dafür. Das sind halt einfach so Themen, womit du dich selbst beschäftigst in dem Moment, ne? Und Hard Work Beats Talent, das ist einfach das, was die Gömke Döss auch immer wieder sagen. Da stehe ich auch dahinter. Hard Work Beats Talent. Und ich habe für diesen SSC so viel gearbeitet. Das ist wirklich irre gewesen. Das ist so irre gewesen. Ich habe noch mit Tanita, weißt du noch? Du hast mir 2 Tage vorher gesagt, boah, April, 10.500 Paylan, das geht nicht. Du kannst nicht schon wieder 2 Monate Ehrenrunde drehen. Und ich so, hä, wie Ehrenrunde drehen? Ja, scheiße, stimmt, ich kann doch nicht schon wieder den verpassen, ja. Das war jetzt schon mehrmals so, wo ich den SSC fast verpasst habe oder verpasst habe tatsächlich. Und ich so, nee, stimmt, ich kann das nicht nochmal machen. Dann habe ich so Gas gegeben, alter Schwede, und wie, ey, mit Rotz und Tränen, ey. Ehrlich, also. Ich habe das zwar gesagt, ich habe gesagt, Alter, du musst jetzt Vollgas geben, weil du musst den jetzt packen, aber ich hätte niemals gedacht, dass sie das schafft. Das war richtig krass. Das war eine richtig krasse Leistung, ohne Scheiß. Und das Krasse ist, man weiß am Ende dann auch nicht mehr, wie man das gemacht hat. Keine Ahnung. Das ist einfach so, man ist einfach nur gerade und man läuft einfach nur. Und das ist so, aber das ist ein krasses Feeling, ne, in diesem Business. Ja. Dieses Feeling, was einen so hart antreibt, wenn man so kurz vor der fucking Position steht und alles dafür gibt. Das ist, glaube ich, das krasseste Feeling, was man in seinem Leben mal haben kann, nach einer Geburt oder so. Kann ich dir voll zustimmen. Das war echt fast so schlimm wie die Geburt, ey, ehrlich. Ja. Also, ja, von Gefühl. Es geht ja auch, bei mir ging es nicht darum, jetzt irgendwie eine Position nach der anderen so hinterher zu rennen. Sonst wäre ich ja schon vielleicht früher SSC geworden, weißt du? Es war irgendwie dieser Moment von, wie entwickle ich mich weiter? Was muss ich dafür tun, um das zu verstehen? Was gehört dazu fürs Leadership später? Was gehört überhaupt zu diesem ganzen Business dazu? Ne? Also die Hörbücher haben mir geholfen, den Kontakt zu meiner Upline, den Austausch vor allen Dingen mit anderen Sidelines, Crosslines, Whateverlines, einfach auch da mal zu sehen, okay, es liegt viel an mir. Dieses Business steht und fällt mit dir selbst, Leute, wirklich. Das ist immer so ein krasser Spruch, der mir immer um die Ohren geflogen ist, wo ich dachte, oh ja, ja, ja. Ich habe das nie wahrgenommen, weil ich dachte, nee, ich mache das schon irgendwie. Ne? Nein, es steht und fällt immer mit dir selbst. Es ist wirklich so. Und die Partner unter dir, ja, mein Gott, wenn keiner will, dann musst du auch echt keine toten Pferde übers Ziel schleppen. Auch da habe ich gelernt, loszulassen und zuzulassen. Vor allen Dingen der Situation zu vertrauen. Das ist einer meiner Lieblings-Quotes im Moment geworden. Dieses Loslassen, vor allen Dingen für mich selbst, Sachen einfach mal loszulassen, Dinge zuzulassen und dann einfach der Situation zu vertrauen, weil das ist so schwer für mich gewesen, auch weil ich so ein Typ bin. Ich vertraue ungern anderen Menschen einfach so, weil mein Mann und ich die letzten Jahre immer alles selber gemacht haben. Immer komplett alles selbst, weil sobald wir es abgegeben haben, eine Aufgabe, wurde die nie vernünftig absolviert, nie vernünftig gemacht, also überhaupt nie richtig gemacht. Und ich habe das ins Business mit reingenommen. Ist ja klar, wenn du diese Muster hast, dann gehst du mit diesem Muster natürlich auch in so ein Geschäft rein. Und dann zu lernen zu sagen, oh Mist, das musst du jetzt erstmal wirklich beiseite legen. Schau doch jetzt erstmal, dass du dich dahin entwickelst und lernst auch mal das von anderen Leuten, die 20 Jahre jünger sind teilweise oder wie auch immer, als du. Und meine Upline, sie sind alle 22, 23 Jahre alt. Hallo, ich bin 32. Ich dachte so, nee, kannst du doch von keiner jüngeren Person was sagen lassen. Das geht doch gar nicht. Was sollen die mehr wissen als du? Totaler Schwachsinn, dachte ich so am Anfang. Ne? Und im Endeffekt stimmt das nicht. Nein, die können dir unglaublich viel beibringen, weil das, was du vorher gemacht hast, ist ja nicht das, was du jetzt machst. Das ist ja komplett eine andere Situation. Und da einfach Vertrauen in die Uplines zu geben, das habe ich jetzt geschafft und man sieht, es tut mir gut und es hat mir viel, viel Fortschritt gegeben. Ja. Sehr nice. Moment, vielleicht haben wir noch Fragen aus dem Team an dich. Ja, gerne.
Irgendwer, der was fragen will, was mega interessiert, gerade noch auf der Seele brennt, wie auch immer. Ja. Und irgendwer. Ich bin immer so schüchtern. Du bist der Hammer. Oh, Okay. Das war zwar eine danke Frage, schön, aber Marvin. trotzdem war Danke, 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 ihr super. Ja, Lieben. vielleicht magst du noch einmal ganz kurz irgendwie drei Golden Nuggets oder so, wo du sagst, okay, das ist super wichtig in dem Business, das ist das Wichtigste, was für mich, also für mich persönlich das Wichtigste war. Persönlich gesehen oder meinst du jetzt geschäftlich? Nee, einfach, ja, insgesamt, was hat dich immer weitergebracht oder welche drei Sachen waren für dich super wichtig, dass du überhaupt weiterkommst und dass du überhaupt immer weitermachst? So drei Punkte, weiß ich nicht. Ob jetzt Ja. deine Nerven war zum Beispiel das eine, wo du gesagt hast, Ja. das war mega wichtig für mich. Ja. Also das Allerwichtigste ist eigentlich, das hört sich so schwer an, aber es ist echt so eine Eigentherapie, die man hier macht, dass man nie aufhört, an sich selbst zu glauben und nie aufhört, an sich selbst zu arbeiten. Das ist eigentlich ein Tipp in einem. Also arbeiten an sich selbst bedeutet auch zu verstehen, was will der Gegenüber von mir? Was wollen meine Partner von mir? Was will der Kunde von mir? Also, das sind einfach so Sachen, diese Empathie auch da reinzubringen, ne? Das ist der zweite Punkt. Also Empathie dem Business gegenüber, Empathie seinem eigenen Leben gegenüber. Das ist schon, das hat mir viel, viel, viel geholfen. Auch zu verstehen, wenn einer vor dir steht und sagt, nee, das ganze Business ist nichts für mich. Auch zu sagen, hey, Zeiten und Situationen ändern sich. Ich bin jederzeit da, wenn du irgendwie Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ja, das ist auch etwas, was ich über die Zeit gelernt habe. Das ist viel angenehmer für den Gegenüber und der weiß, oh, die drückt mir ja jetzt gar nichts mehr auf. Das ist ja total cool. Also zu ihr kann ich ja jederzeit nochmal kommen. Und dann kommen sie tatsächlich auch. Ja, kommen sie auch tatsächlich. Also auch da, also erster Punkt auf jeden Fall. Immer an sich selbst zu arbeiten, ganz, ganz wichtige Nummer, womit ihr das tut, ob ihr es alleine mit euch macht, ob ihr es mit eurem Partner macht, also mit eurem Lebensgefährten, was auch immer, ob es mit eurer Freundin macht, ob es mit eurer Upline macht, ob es mit der Mama ist, was auch immer, arbeitet an euch selbst, reflektiert jeden Tag für euch, wenn ihr den Tag abschließt, was habe ich heute Gutes geschafft? Was war vielleicht nicht so gut? Woran könnte ich am nächsten Tag noch arbeiten? Das sind so Dinge, die mir immer sehr gut geholfen haben, speziell jetzt auch die letzten paar Monate und speziell das ganze Jahr 2017, um zu verstehen, okay, nee, du bist noch nicht da, wo du hinkommen möchtest. Dieses Selbstreflektieren hat mich unglaublich weitergebracht, auch zuzugeben, dass vieles nicht gut gelaufen ist. Einfach auch mal zugeben, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ist so, ne? Und das ist ein Prozess, der gehört dazu, um weiterzukommen. Zweiter Punkt, ja, wie gesagt, Empathie der ganzen Sache gegenübertreten. Einfach auch den Leuten das Gefühl, immer mit gutem Gefühl das Ganze zu verlassen, sei es als Kunde, sei es als Businesspartner, immer mit ganz viel Empathie den Leuten gegenübertreten. Da gewinnt ihr eigentlich nur. Es gibt gar kein Verlieren. Ne? Wenn ihr hinterher motzt, also was ich auch am Anfang, ja, wie, die versteht das nicht, die ist ja total bescheuert, die hat ja keine Ahnung, die weiß gar nicht, was das hier alles ist. Ja, das ist, weil ihr das so seht, aber die Leute sehen doch überhaupt gar nicht von Anfang an, was für eine Vision hier hinter stehen könnte für sie später oder welche Möglichkeiten dieses Business ihnen später geben wird. Das wissen die doch überhaupt gar nicht. Das muss man ihnen auch als Zeit geben, ne? Diese Empathie, diese Zeit ihnen geben, dass sie auch zu dem Punkt kommen, so wie es bei mir ist. Bei dem einen nach 5 Jahren, bei dem anderen wie bei mir nach 7 Jahren, bei dem anderen nach 2 Jahren, was auch immer, bei den anderen schon nach 2 Wochen, ist doch egal. Es ist doch jeder mit seinem eigenen Tempo. Und der dritte Punkt, ja, was soll ich sagen? Der dritte Punkt ist, das kann ich Dranbleiben. dranbleiben sowieso, klar, dranbleiben sowieso und deine Träume einfach gucken. Wenn du noch träumst, kannst du auf jeden Fall ja deine Vision, deine Träume erreichen. Wenn du keine Träume mehr hast, dann ist es sehr schade. Es ist sehr schade. Vielleicht bist du dann auch wunschlos glücklich, was ich jedem wünsche. Nur ich finde, es gibt immer irgendwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und sei es jetzt für mich eine neue Wohnung, wo ich weiß, Mensch, jetzt hat mein Kind endlich mal ein eigenes Zimmer. Das ist halt einfach so. Das sind für mich einfach Träume, wo ich jetzt hin weiterarbeiten möchte und so weiter. Und noch viel, viel andere Träume. Das ist für jeden natürlich auch unterschiedlich. Und ja, das. Cool.
Tausend Dank, April, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und wenn jetzt hier keiner mehr eine Frage hat, würden wir dich auch entlassen und weiter an unseren Träumen arbeiten, weil wir haben nicht alle welche. Na, schreib genau. Doch mal ein paar Herzen rein für die liebe April. Und ja, danke auch von mir, April. Und ich würde sagen, wer einmal SSC wird, der wird auch NMD. Und wer NMD wird, wird auch PMD, oder? Ja. Dankeschön. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite richtig dran. Gut, was du da jetzt in den letzten Monaten geleistet hast. Dankeschön. Ihr doch auch. Ihr seid auch so ein unglaublich tolles Team. Also der Austausch auch mit Tanita, also speziell mit Tanita, ist auch immer sehr lustig. Und ich finde es total toll, dass solche Möglichkeiten bestehen, sich einfach untereinander zusammenzustellen. Und wir haben alle was davon. Ne? Wir haben alle was davon. Es ist doch schön. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man Hand in Hand zusammenarbeitet. Es gibt so in keinem Job so. Ja? In anderen Jobs muss ich euch nicht sagen. Und hier ist es halt, hier kann man zusammenhalten. Bringt uns alle weiter. Ne? Ja. Mega genau. Cool. Okay, vielen, vielen Dank, April, und ihr gebt alle weiter Gas. Ihr hört, man kann auch anderthalb Jahre SC sein und trotzdem SSC werden. Immer mitmachen, einfach machen. Und genau, vielen Dank, liebe April. Danke euch. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.